Natürlich wird es noch einiges zu analysieren geben. Was ist für dich, Klaus, nach dieser ganzen durchgemachten Nacht jetzt das wichtigste Fazit? Sie müssen darauf nicht antworten. Ich antworte auf die Frage. Diese Nacht, glaube ich, markiert den Sieg der ständig wiederholten Lüge und der wirren Versprechungen, wenn man die Reden von Trump in den letzten Wochen sich ab und zu mal in voller Länge angetan hat, kann man das merken. Wie der mich gerade aufregt. Ein Sieg solcher Auswüchse über Vernunft und Tradition. Du tust schön sticheln, ne? Schön sticheln, ne? Und wir werden mit diesen Konsequenzen dann zu kämpfen haben. Diese Feier heute Abend ist, glaube ich, nicht eine Feier für Europa oder für Deutschland. Das ist nur Ihre Meinung. That I will settle the war in Ukraine. I don't know. I will end the chaos in the Middle East. Du bist schuld. And I will prevent, I promise you, World War III. We're not going to have World War III. And right now we're very close to having it. Nein. Das glaube ich einfach nicht. Na, mit Hass und Hetze, wie wir es vorher noch nie gekannt haben, ist er auch in dieser Hinsicht ein Vorbild für Sie. Wollen Sie künftig den Ton noch verschärfen? Weißt du, was ich dann sag? Also Sie framen jetzt mich mit Hass und Hetze, also genau diese ganze Rhetorik, die Sie gegen Donald Trump aufgefahren haben. Und da lassen Sie mich eins sagen. Donald Trump hat genau deshalb, wegen der Hass und Hetze, wegen der Verächtlichmachung aus dem Ausland, von den Mainstream-Medien, hat er diese Wahlen ja auch gewonnen. Oh, a headbanger! Weil die Leute sich nicht mehr für dumm verkaufen lassen. Dieser ganze woke linke Schwachsinn, der hier auch mit von den Mainstream-Medien gestützt wird, das lassen die Leute nicht mehr mit sich machen. Und vor allen Dingen haben die jungen Leute Donald Trump gewählt. Warum? Weil sie vernünftig ausgebildet werden wollen und nicht mehr diesen ganzen woken-linken Gender-Quatsch gelehrt bekommen wollen, sondern echte Zukunftsperspektiven mit einem vernünftigen Bildungssystem. Und genau daran krankt es in der Bundesrepublik Deutschland aus. Ich werde Ihnen sagen, was passiert, wenn die AfD in der Regierung sitzt. Sie wird genau diesen ganzen Gender-Quatsch aus dem Bildungsplan rauswerfen und den jungen Menschen in diesem Land, der arbeitenden Bevölkerung, Perspektiven geben. Wenn Sie verstehen, Herr Müller. Das hört sich ja sehr gut an. Amerikanerinnen und Amerikaner haben gewählt. Donald Trump hat die Wahl gewonnen. Dazu gratulieren wir. Brother, Deutschland, Europa und die Vereinigten Staaten sind engste Partner und Verbündete. Really, nigga? Dabei ist unsere transatlantische Freundschaft seit jeher nicht auf eine Partei gebucht. What's that? Zugleich ist das Wesen von Demokratie. Nach Wahlen justieren sich sowohl innenpolitische Verhältnisse als auch außenpolitische Beziehungen neu. What's that, brother? Deutschland wird auch für die künftige amerikanische Regierung ein enger, verlässlicher Verbündeter sein. Das ist unser Angebot. No, God, please, no! Dabei gilt, wie in jeder guten Partnerschaft, no! Dort, wo es ohne Frage politische Differenzen gibt, no! Ist ein ehrlicher und vor allen Dingen intensiver Austausch wichtiger. No!